Moneten aus der Moritzburg. Moritz und Burger erzählen euch aus der Zeit, als in der Moritzburg Münzen geprägt wurden. Schon seit 1503 war die Moritzburg die Hauptresidenz des Erzbistums Magdeburg und damit der Regierungssitz. Ein Jahrhundert lang, zwischen 1582 und 1680, wurde in der Moritzburg das Geld für Magdeburg geprägt. Die Münzen waren aus Silber, einem edlen Metall. Sie verbreiteten sich in ganz Deutschland und darüber hinaus als Zahlungsmittel. Mit Münzen konnte der Auftraggeber, also der Erzbischof, für sich Werbung machen, wie mit einer Visitenkarte. Sie waren echt kleine Kunstwerke. Auf dieser hier seht ihr den heiligen Moritz und ganz links die fünf Türme der Stadt Halle. Die Münzen haben eine Vorder- und Rückseite. Die Vorderseite ist die Haupt- oder Schauseite. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch, zwei Seiten einer Medaille. Das bedeutet, eine Sache hat mehrere Eigenschaften, manchmal gute und schlechte. Die Münzstätte war im Gewölbe des Südflügels, unter den Wirtschaftsgebäuden. Eine kleine Tür in der linken hinteren Ecke des Hofes führt tief ins Gewölbe zur Brunnenanlage und ehemaligen Münzstätte. Im Dreißigjährigen Krieg wurden keine Münzen geprägt. Durch den Brand von 1637 war die Moritzburg schwer zerstört. Aber die Untergeschosse, die Gewölbe, wo die Münzstätte war, die funktionierten noch hervorragend. Und dort wurden nun Münzen geprägt für August von Sachsen, der in die Moritzburg einzog. Gewohnt hat August dann aber in der neuen Residenz, im Wohnschloss. In der Moritzburg waren zwei Kompanien Soldaten stationiert. Man konnte die Kapelle noch nutzen und die Münzstätte. Als August von Sachsen dann starb, 1680, fiel das Land und die Stadt Halle an Brandenburg. So war es zum Ende des Dreißigjährigen Kriegs beim Westfälischen Frieden ausgemacht. Und damit verlor Halle den Status einer Residenzstadt. Die Münzstätte zog nun endgültig nach Magdeburg. Beim nächsten Mal erzählen wir euch mehr von August von Sachsen. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Geschichten aus der Moritzburg habt, so schaut mal nach unter